Herzlich willkommen zu der zweiten Spezialfolge diese Woche bei der Aktiv und Gesund Gewinnspielwoche. Wir haben es ja in der ersten Folge schon angekündigt, es gibt richtig, richtig geile Preise zu gewinnen. Nämlich Preis Nummer 1 ist ein professionelles Fotoshooting im Wert von 149 Euro, wo du dich von deiner besten Seite zeigen kannst und vor allem tolle Profi-Fotos für die Ewigkeit hast. Der zweite Preis, perfekt für die heißen Wochen, ein Reisegutschein im Wert von 199 Euro. Und der Hauptpreis, eine Einjahresmitgliedschaft von Aktiv und Gesund im Wert von 1000 Euro. Wenn das mal nichts ist. Das Schöne ist, solltest du jetzt beispielsweise, lieber Hörer, irgendwo in Wuppertal sitzen und wir haben noch kein Studio in Wuppertal, dann ist das kein Problem, entweder du behältst das, bis wir irgendwann mal nach Wuppertal kommen, aber da würde ich jetzt nicht machen, oder du darfst es natürlich verschenken. Ja, das heißt, jeder Preis ist auch verschenkbar, das heißt, wenn du zum Beispiel schon, keine Ahnung, 500 Profi-Fotos hast, weil du ein Model bist oder wie auch immer, dann darfst du das Ganze sogar an Freunde und Bekannten von uns verschenken. Alles, was du dafür tun musst, ist diesen Podcast einmal bewerten, einen Screenshot von deiner Bewertung machen und uns via DM auf Instagram einmal zusenden. Dann bist du automatisch im Lostopf und wirst nächste Woche von uns dann ausgelost. Wir haben überlegt, was für Themen können wir denn ansprechen in der Gewinnspielwoche von Aktiv und Gesund. Und wir haben geschaut, okay, was haben denn über die Jahre hinweg die meisten Menschen uns auf Antenne Mainz gefragt via Mail. Wir hatten da ja oft Hörerfragen und oft war es ein Punkt, das Thema nachhaltige Motivation. Oftmals kam so, hey, hast du nicht einen Tipp für mich, wie ich wirklich nachhaltig am Ball bleiben kann, wie ich nicht nur mit den guten Vorsätzen bis zum Februar ins Studio renne, dann das Ganze wieder sacken lasse, das Ganze wieder schleifen lasse und es dann wieder im Prinzip einschläft, weil ich in meine alten Muster verfalle. Und da habe ich wirklich einen in der Praxis bewährten, sehr, sehr guten Tipp für euch. Du musst dein Warum finden. Warum möchtest du diesen Sport überhaupt betreiben? Egal, ob du jetzt Tennis spielen möchtest oder Krafttraining bei uns machen möchtest oder in Kurse gehen, finde dein Warum. Wir haben es in der Folge mit dem Joel schon mal so ein bisschen angesprochen. Ich habe gesagt, kein Mensch kauft eine Bohrmaschine, denn du kaufst das Loch in der Wand, du kaufst das Bild deiner Kinder, das du an diese Wand hängst oder den Spiegel, den du da dran hängst, um deine neu gewonnene Traumfigur zu betrachten. Und da ist es ganz, ganz wichtig, wenn du es für dich schaffst, eine Ebene tiefer zu gehen und dein Warum zu finden, dann erzeugst du dadurch automatisch eine viel, viel höhere intrinsische Motivation. Und damit du da ein Gefühl für bekommst, möchte ich dir einfach mal heute mein Warum erklären, warum ich einfach es liebe zu trainieren. Ich habe das in der vorigen Folge gesagt, ja, ich trainiere nur, weil ich einfach liebend gerne esse und ein Genussmensch bin. Also ich liebe gutes Essen, ich liebe einen guten Rotwein, ich liebe generell das Leben und natürlich ist es da hilfreich, wenn man gerne isst und gerne mal Weinchen trinkt, dass man auch ein bisschen Sport macht, damit man nicht aufgeht wie ein Hefeteig, aber das ist nicht mein Warum. Und ich möchte dir als Inspiration mal heute mein Warum erzählen und vielleicht, ja, hilft dir das dabei, dein Warum in Zukunft zu finden? Ich habe ja in meiner Vorstellungsfolge, die könnt ihr gerne nachhören, falls es euch interessiert, erzählt, okay, dass ich ja mal Schauspieler war. Und bevor ich Schauspieler war, habe ich natürlich ganz normal, war in der Schule, habe meine mittlere Reife gemacht und habe dann in dieser Zeit immer und immer wieder Sport getrieben. Also ich habe teilweise, es gab Zeiten, da habe ich 3 Sportarten auf einmal gemacht. Fußball, Tennis und Judo. Mit 14 habe ich dann mich das erste Mal in einem Fitnessstudio bei mir im Ort angemeldet und damals war mein Warum, ich wollte so aussehen wie meine Kindheitshelden. Ich wollte aussehen wie Arnie, wie Arnold Schwarzenegger, wie Sylvester Stallone. Ich war ein riesen Wrestling-Fan, ja, so The Rock, so, das waren so meine Kindheitsidole, so wollte ich aussehen. Das war rein optische Motivation. So. Und dann kam irgendwann der Punkt, dass ich auf die Schauspielschule kam, beziehungsweise davor schon, als ich meine Ausbildung angefangen habe mit 16, habe ich meine Affinität zum Sport verloren, weil zum einen, ich hatte weniger Zeit, ich habe plötzlich 40 Stunden die Woche gearbeitet. Das war natürlich eine riesen Umstellung nach der Schule. Plus, ja, mit 16 hast du dann auf einmal auch andere Interessen, wie unter anderem vielleicht ein bisschen mal Alkohol trinken, auf die eine oder andere Party gehen und natürlich ein bisschen was mit Mädels zu machen. So,
Irgendwann war es dann so weit, dass ich mit 18 Rückenschmerzen hatte. Ich sah nicht mehr wirklich gut aus, meines Erachtens, für mein Empfinden. Ich habe mich nicht wohl gefühlt. Mir haben angefangen, die Haare auszufallen. Für alle, die mich nicht persönlich kennen, ich hatte tatsächlich mal Haare. Das will ich jetzt nicht darauf schieben, dass ich keinen Sport mehr gemacht habe, aber ich habe mich einfach körperlich sehr, sehr verändert und habe mich überhaupt nicht mehr wohl gefühlt. Dann bin ich auf die Schauspielschule gekommen und da war Sport Teil des ja sogenannten des Studentenplans, des Lehrplans. Da war Sport einfach integriert. Wir hatten Stockkampf, wir hatten Fechten. Da war man einfach wieder körperlich deutlich aktiver. Da habe ich auch gemerkt, okay, das tut mir auch einfach wieder gut für meinen Ausgleich. Aber das Krafttraining und wie auch immer, das habe ich immer noch nicht gemacht. Also das habe ich immer noch pausiert. Und ich habe natürlich auch in der Studentenzeit, ihr könnt euch vorstellen, auf einer Schauspielschule, da feiert man noch ein bisschen mehr und trinkt noch ein bisschen mehr Alkohol. Ja, und irgendwann war dann der Punkt gekommen, dass ich dann ein Vorsprechen hatte. Meine Agentin hat mich angerufen und gesagt, Chris, ich habe hier einen italienischen Regisseur sitzen, der hat deine Setcard gesehen, der hat sich total in dich und deine Person verliebt. Du hast die Rolle so gut wie sicher. Das ist eine große Nebenrolle mit 15 Drehtagen. 15 Drehtagen haben damals bedeutet 38.000 Euro. Das war unfassbar viel Geld, ist es immer noch. Aber für einen Schauspieler, der wirklich teils brotlose Kunst betreibt, das war jawohl, ich wusste, okay, das ist es, das muss ich machen. Dafür mache ich diesen ganzen Quatsch ja auch. Und meine Agentin sagt, alles, was du dafür tun musst, ist, du musst einfach nur einmal persönlich vorbeikommen, der möchte dich einmal sehen, der möchte einmal deine Stimme hören und dann hast du die Rolle so gut wie sicher. Gesagt, getan, ich habe dann noch eine E-Mail bekommen mit dem Text, habe mir vorsichtshalber den Text noch reingeprügelt, weil ich ja vorbereitet sein wollte, weil ich ja Profi war, habe mir von meinem Mitbewohner noch 50 Euro geliehen, weil ich kein Geld hatte, um mir den Tank für nach Köln überhaupt leisten zu können, mir die Wegbeschreibung ausgedruckt, weil damals gab es zwar schon Navis, aber ich konnte mir keins leisten und ich morgens um 5 da runter nach Köln gebrettert. Ich war total on fire. Ich wusste, ich hole mir diese Rolle und ab da geht's ab. Ab da werde ich dann der zukünftige Til Schweiger. Ich gebe alles. Ich komme in Köln in meiner Agentur an, bereite mich vor und zu so einem Vorsprechen müssen, da sind die Agenturen gezwungen, müssen natürlich mehrere kommen. Da kann nicht nur einer kommen. Das wär nicht fair. Auf jeden Fall laufe ich in diesen Raum rein und vor mir sitzen 3 Menschen. Links meine Agentin, die kannte ich ja, in der Mitte der italienische Regisseur und rechts davon seine Dolmetscherin. Und ich stehe da so und sage, hallo, ich bin der Chris, stelle mich vor, sage, welche Stimmlage ich sprechen kann, was für Dialekte, das macht man eben so. Und dann sagt der Italiener was auf Italienisch zu seiner Dolmetscherin, flüstert ihr was ins Ohr. Die Dolmetscherin flüstert meiner Agentin was ins Ohr und meine Agentin sagt, okay, Christian, vielen Dank. Das war's. Und ich bin so raus und dachte mir, das war ja einfach, die Rolle habe ich. Und dann kommt meine Agentin in die Umkleidekabine und sagt zu mir, ja Chris, tut mir leid, du hast die Rolle nicht. Und ich dann so, wie jetzt? Und dann sagt sie, ja, der Regisseur findet dich zu fett. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht mal vorstellen, wie ich mich da als 20-jähriger Junge gefühlt habe. Und dann habe ich gesagt, okay, so möchte ich mich nie wieder fühlen. Das hatte gar nichts damit zu tun, dass ich schwer verletzt war, seelisch, sondern dass das auch enorm an meinem Selbstwertgefühl gekratzt hat. Und das war ja nicht so, da geht man raus und sagt so, okay, ich melde mich gleich wieder an, sondern das war eine sehr, sehr schwierige, lange Zeit. Man flüchtet sich dann in noch mehr Partys und in noch mehr Alkohol und in noch mehr Versuchen zu vergessen. Und vor allem mit der Situation sich irgendwie zu befassen, bis ich irgendwann an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, so geht es für mich nicht weiter. Ich möchte mich nicht mehr so kacke fühlen. Mir tut alles weh. Ich sehe scheiße aus. Ich fühle mich nicht gut. Ich möchte etwas ändern. Und da ich heute noch ganz genau weiß, wie sich das anfühlt, ist das immer mein Antrieb zu sagen, okay, ich möchte diesen Sport weiter und weiter machen, weil er nicht nur körperlich viel bringt. Ich habe ein schmerzfreies Leben. Ich hasse es, Schmerzen zu haben. Das ist für mich unerträglich. Wenn ich irgendwo es mir zwickt, dann bin ich sofort dabei, um dagegen was zu tun. Natürlich macht das auch optisch was, wenn man da lange oder längerfristig am Ball bleibt. Aber vor allem, was das mit eurem Selbstwertgefühl macht. Das ist so eine unterschätzte Macht im Krafttraining. Und das ist mein Warum. Und vielleicht durch diese Geschichte bist du jetzt ein Stück weit inspiriert, um dein Warum zu finden, weil du musst es nicht so weit kommen lassen, dass du am Boden bist wie ich, um dich dann wieder hochzukämpfen, sondern wenn du schon 3 Stufen über mir bist und du dein Warum hast, dann gib Gas. In diesem Sinne
freue ich mich, euch morgen zu hören. Wie gesagt, in der Gewinnspielwoche, da kriegt ihr 5 Tage die Woche, kriegt ihr aktiv und gesund auf die Ohren, den einzigen Podcast, den ihr in Zukunft hören müsst. Wichtig, Gesundheit fängt bei Aufklärung an. Wenn du jemanden hast in deinem Umfeld, Freunde, Bekannte, Verwandte, wo du sagst, okay, hör dir das mal an, das ist wirklich inspirierend, dann darfst du gerne diesen Podcast teilen, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Ich wiederhole es, alles, was du tun musst, ist den Podcast einmal bewerten, Screenshot machen, an uns bei Instagram senden und du bist automatisch im Lostopf. Bis dahin, bleib aktiv, bleib gesund, dein Chris.